Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2 und dem Beagle. Das Kapitelende hat mich jetzt letzte Mal doch sehr überrascht, also bin ich jetzt auch bei ihm bei Kapitel 8? Don't know. Wir werden es sehen, Leute, wir werden es sehen. Hinter den Masken. Direkt mal speichern, auch noch mal manuell speichern. Finde den Schuhkarton im Keller. Habe ich für hier eine Karte? Warte mal. Ist hier ein Schuhkarton? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Nö. Doch. Aber ist nicht der Schuhkarton gemeint. Gut, oh, dann ist das so. Um zum Parliament Tower zu gelangen, musste ich einen Tatort finden. Zane würde wissen, wo einer ist. In diesem Labyrinth aus Blutspuren, durch das ich den Kult verfolgte, traf ich den Filmemacher Thomas Zane. Einen esoterischen Bohemian mit einer Vorliebe für Gräueltaten, die im Namen von okkultem Unsinn durchgeführt werden. Ein Regisseur will in seinen Filmen jeden Aspekt der Welt kontrollieren. Was unterscheidet ihn von einem Kultanführer? War Zane nur ein weiterer Deckname für Scratch? Es gab ein Gerücht, dass Wake und Zane gemeinsam an etwas gearbeitet hatten. Ich wollte die Wahrheit aus Zane herausholen. Egal wie. Wake. Keine Zanes Zimmer Nummer 665 war oben. Der Aufzug führte mich dorthin. Okay. Ich brauchte ein neues... Hier ist immer noch etwas, was ich theoretisch untersuchen kann, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass das schön wird, Leute. Also für euch schön zum Gucken bestimmt. Wo bin ich denn hier? Okay. Ich hatte das Gefühl, Zane würde sich diesmal nicht freuen, mich zu sehen. Mal sehen. Ich habe jetzt die Kontrolle. Keine Tricks oder ich jage Ihnen eine Kugel durch den Kopf. Scratch hat Return geschrieben, nicht ich. Sie verdammter Lügner. Sie hatten aufgegeben. Sie haben mit dem Schreiben aufgehört. Sie sagten, es wäre zu gefährlich und wir hätten es nicht verdient zu entkommen. Und dann tauchte er auf. Scratch. Er hat mir versprochen, dass er mich hier rausholen würde. Er war einfach unfassbar. Ein Visionär. Es war Kunst.
Marita mit und liest mich zurück. Es ist noch hier und er auch. Ich weiß, ich hab's verbockt. Aber Sie können ihn noch fassen, bevor er rauskommt. Bevor er bei Ihrer Frau ist. Und wenn Sie ihn finden, zögern Sie nicht. Töten Sie den Bastard für das, was er uns angetan hat. In meinem Kino gibt es einen Tatort. Da, wo mein Film Nightless Night läuft. Ich hatte ihm doch gesagt, keine Tricks! Okay. Jetzt ist er tot. Gut, ja. Oh, bitte Gnade. Tausende sind verschwunden. Weit jenseits meines Labyrinths. Wer sich verläuft, verirrt sich in seiner eigenen Gesellschaft. Und Cut! Oh. Also das nenne ich Drama. Okay. Was zum Teufel? Ich hatte Zanes tausende Film. Fragen über Zane. Aber es gab Wichtigeres zu tun. Ich musste das Kino Poet Cinema finden. Dort war der nächste Tatort. Zane hatte den Film zusammen mit Return gedreht, um aus dem dunklen Ort zu entkommen. Mal sehen. Ich konnte die Suchscheinwerfer des Kinos am anderen Ende der Plaza sehen. Ach, da hinten. Okay. Da hinten. Ach komm, geh doch weg von mir. Hier ist ganz schön unheimlich. Ja, ihr wollt alle nach Hause. Ich auch. Stellt euch. Irgendwas toucht nach mir, kann das sein? Alter, habe ich keine Taschenlampe mehr, ey. Ich glaube, ich muss da durch, sonst ist doof, ne? Vielleicht irgendwas für mich. Batterien zum Beispiel. Ach, Batterien und Schmerzmittel.
Gott sei Dank, ey. Habe ich jetzt was da drin gelassen, weil ich voll bin? Nein. Aber ich bin ziemlich voll, oder? Nee, das sind noch leere Inventarplätze. Okay. Sehr schön. Ich nehme mal nicht an, dass ich einfach so durch den Haupteingang komme. Oder? Das wäre zu einfach, ne? Das Kino schien geschlossen zu sein. Vielleicht würde mir ein Ticket trotzdem Zugang gewähren. Genießen Sie den Film, Sir. Weird. Cold Casey. Die Kinolobby war ein Portal in andere Realitäten auf der Leinwand. Ich konnte eine Szene dort Lobby. Schreiben. Aber erstmal. Wo ist. Kann ich nicht. Doch da oben. Moment, ich will mir erstmal die das Echo angucken. Ich hatte das Gefühl, schon mein ganzes Leben oder noch länger nach dem Kult des Wortes zu suchen. Der einzige Fall, an dem ich je arbeitete. Sie tauchten mit ihren verabscheuenswürdigen Gewalttaten aus der Dunkelheit auf und verschwanden wieder. Zurück blieben nur blutige Tatorte und Hinweise mit obskuren Bedeutungen, die ins Nichts führten. Nachdem ich beim Kino angekommen war, spürte ich, wie eine gewaltige, furchteinflößende Offenbarung vor mir bebte. Bereit, ihr Maul aufzureißen und mich zu verschlingen. Dieser Ort war für den Kult von Bedeutung. Dort konnte man etwas verwenden. Ich habe keine Karte, ne? Ist hier vielleicht irgendwo eine Karte? Schmerzmittel. Habe ich noch Platz dafür? Ja. Ich übersah doch etwas. Ja, alles gut. Ich habe noch nicht... Alan, alles gut, beruhig dich, ja. Alles gut. Wie mich das Spiel wieder zurücklotst, so, ey, du hast in der Lobby noch was vergessen? Ja, weiß ich doch alles. Ich wollte mich nur trotzdem umgucken. Kann ich... Die Frage, wie läuft man vor einer Idee davon, vor einem Gedanken, vor einer Geschichte, die man im Kopf hat? Man kann seinen Ängsten nicht entkommen. Man trägt sein Monster immer bei sich. Der Teufel auf der Schulter ist man selbst. Man läuft immer zu ihm zurück, wie in einer Schleife. Ich muss aufhören, davon zu laufen. Zu schreiben. Ich werde kein Wort mehr schreiben. Es ist zu gefährlich. Menschen werden verletzt. Ich werde mich von der Strömung dieses Meeres erfassen lassen. Aber was, wenn ich vergesse, warum ich aufgehört habe? Wenn ich vergesse, dass ich überhaupt aufgehört habe? Scheiße, dann beginne ich erneut. Habe ich aufgehört zu schreiben? Das darf ich nicht. Es steht zu viel auf dem Spiel. Tja, Alan. Nicht, ich habe das entschieden, du hast das entschieden. Deswegen haben wir auch 10 Jahre auf das Spiel gewartet, weil er einfach 10 Jahre lang nicht geschrieben hat. Wer kennt's nicht? Okay. Ich meine, hätte ja sein können. Das wollte ich nicht, sorry. Och, Batterie, nehme ich. Ich habe doch jetzt eine Batterie genommen und das hat mir nichts gebracht. Manchmal zählen die nicht, wenn man die einsammelt. Das ist mir schon mal aufgefallen. Voll die Verarsche. Ich hatte gerade 4, jetzt habe ich 4. What? So, jetzt habe ich eine Karte. Das ist schon mal gut. Oh, das ist gigantisch hier. Vielleicht ist es aber auch gar nicht... Whoops. Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das war, Leute. Kein blassen Dunst. Das sind die schlechten Klos hier. Cut off the world. Okay.
gib her. Oh, ein Versteck. Das ist wichtig. Ja. Ja. Warte mal. Was mache ich denn jetzt? Mit ihm muss ich jetzt nicht wirklich wegschmeißen, weil ich habe genug Platz beim... halt hier in meinem Safe Room. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Die sind einfach so lahmarschig, dass mir die gefühlt nichts bringen. So, dann machen wir das doch mal anders. Und dafür packe ich dieses eine hier weg. Nee, die behalten wir bitte. Für den Fall, dass ich nämlich keine... So, und jetzt kann ich nämlich noch aus dem Klo das Trauma-Paket holen. Genau. Und kann das wegbringen. Ich frage mich, ob ich jetzt mit allen übrigens alle Waffen gefunden habe. Dafür kriegt man nämlich auch eine Trophäe. Ist nicht so, dass ich 100% machen möchte, aber ich habe schon mal gesagt, für den Adventskalender von PlayStation macht es schon Sinn, ein paar mehr Trophäen zu haben. Es muss nicht immer 100% sein, aber jede Trophäe gibt halt Punkte bei denen, die man einlösen kann, um bei Gewinnspielen mitzumachen. Und je mehr Tickets ich mir kaufen kann, umso besser, ne? Umso besser. Na gut, wir haben doch Zeit. Ich würde sagen, wir schreiben... Ich brauchte ein neues Konzept. Eins, mit dem ich Scratch überholen konnte. Der erste Schritt zum Tatort. Ich machte Fortschritte. Hier sieht es schon ein bisschen anders jetzt aus, ne? Jemand hatte sich im Zimmer verbarrikadiert. Aber da ist noch das hässliche Klo? Ja. Wir gehen einmal oben linsen, bevor ich nämlich für heute Schluss mache. Was schauen wir denn hier? Oh. Pfeil. Pfeil nach. Da. Was sind das denn für weirde Pfeile? Was sind das für weirde Pfeile? Wort der Besserung. So. Okay. Das war ziemlich gut. Ist hier noch mehr? Wenn sie wenigstens die Pfeile wegmachen würden, die ich abgearbeitet habe. Na gut. Dann mache ich jetzt, also gehe jetzt noch zurück, nehme Schmerzmittel. Hier die Pillendöschen, das Pillendöschen, eins davon.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was Alan Wake für einen Mord bevorsteht oder welchen Mord er sich so erdenkt. Oh. Okay. Oh, was sagt er? Oh. Und haut rein.